Man sieht die Haare voll. Ach du Scheiße, seht ihr das? Ich habe auch gar keine Ahnung, ob man das mit der Hand macht. Da ich Angst davor habe, mache ich das jetzt einfach hier mit. Good morning, my friends. Ich bin wach. Ich bin wach. Ich bin wach. Und ich habe heute Geburtstag und ich möchte mir heute ich möchte mir heute meine Beine enthaaren. Und da habe ich nämlich was Geiles beim Rossmann gefunden. Ich würde sagen, ich wollte eigentlich erst essen. Also ich war heute Morgen schon mal wach, ich habe jetzt noch mal kurz gepennt. Ich muss mich fertig machen, ich muss duschen, Zähne putzen, Beine enthaaren. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich bei Rossmann geholt habe. Das soll easy peasy, ultra schnell gehen. Und würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Aber zuallererst, na, nein, was ist hier schon wieder los? Nein, das geht nicht. Ich krieg die Schublade nicht auf. Also hier ist die Zauberschublade, wo alle schönen Sachen drin sind. Und ich habe sie schon gesehen. Und zwar ist es das hier. Ich gucke mir das an. Das soll ganz, ganz schnell gehen. Ich würde sagen, wir flitzen mal ins Badezimmer, gucken uns das an. Warum fokussiert es nicht? Also, mein Handy hat mittlerweile auch schon geklingelt. Ich würde sagen, es fokussiert nicht. Scheiß der Hund drauf. Wir gehen rüber, testen den Shit aus. Und ich würde sagen, ich brauche nicht glatte Beine, weil ich habe extra Beinhaare wachsen lassen. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Auf jeden Fall müssen die weg. Ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Und was ist mit dieser Kamera heute los? Oh Gott, ich bin so weit. Egal, wir sehen uns drüben. Ich glaube, da sieht man die Haare besser. Also, bis gleich. Zuallererst werde ich mir jetzt aber mal meine Haare machen. Und zwar werde ich mir jetzt einfach den Mudi-Dot machen, denn der Mudi-Dot ist gut. Der Mudi-Dot ist gut. Zack, fertig. Also meine Lieben, ganz wichtig, erstmal natürlich aufreißen. Das werden wir jetzt tun. Oh, ist schon wieder runtergefallen. Zwar steht drauf, Duschenthaarungscreme mit Sheerbutter, Bergextrakt, schnelle und einfache Haarentfernung unter der Dusche für empfindliche Haut. Schön, schön, schön. Also ich bin sehr gespannt. Hoffentlich stinkt das nicht so. Manchmal stinkt das. Ist natürlich noch zu. Manchmal stinkt das so, ihr Lieben. Es ist so. Gibt es zu, ihr macht es genauso. Ich rieche nichts. Auf jeden Fall ist es hier so eine weiße. Oh, ey, ich mach Fenster zu. So eine weiße Konsistenz. Und die schmieren wir uns jetzt drauf. Ich glaube, da steht hinten drauf. Wie lange sollen wir das einwirken lassen? 4 Minuten. 4 Minuten anwirken lassen und dann schon mal mit diesem komischen Schwämmchen austesten. So, wir fangen jetzt einfach an. Täuscht jetzt. Die Haut solle trocken sein. Meine Haut ist sehr trocken, sehr weiß. Und da seht ihr diese ganzen Haare. Auch wenn Haare normal sind. Ich mag keine Beinhaare. Ich habe die extra. Gottes Willen, hier ist auch noch voll trocken. Ich habe die extra für euch wachsen lassen, damit ich den ganzen Kram hier austesten kann. Ich habe sehr gelitten. Ich habe wirklich sehr gelitten darunter. Und jetzt werde ich es auftragen. Und dann. Oh, wie kann man morgens so verballert aussehen? Auf jeden Fall, dann bin ich gespannt, aber safe. Das wird gut. Das wird gut, ihr Lieben. Ich freue mich schon drauf, denn ich will mich ja auch schick machen. Morgen wird gefeiert und deswegen will ich ein Kleid anziehen. Und dann können da keine Haare sein. No way. Das geht nicht. Und ich meine, das sind echt viele Haare mittlerweile, ne? Also, ich mache die auf. Wie gesagt, soll trocken sein. Draufschmieren. Dann warten wir 4 Minuten. Wir machen das eine Bein zusammen, das andere mache ich alleine. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. Wo können wir mal kurz darüber reden, dass das total ungemütlich ist? Also, drauf mit dem Zeug. So, ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach. Ich habe auch gar keine Ahnung, ob man das mit der Hand macht. Da ich Angst davor habe, mache ich das jetzt einfach hier mit. Weil, ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist mir das lieber. Also, ich schmier das jetzt mal alles schön hier ein. Ey, Leute, das ist so ungemütlich. Mir tut richtig der Hintern weh. Oh Gott, guckt euch diese. Habt ihr die Haare da gesehen? Ich sehe aus wie ein Kerl. Also, ich habe wirklich gelitten, ihr Lieben. Ich habe wirklich gelitten. Und dafür könntet ihr wirklich mal mich abonnieren. Denn das habe ich nur für euch getan. Und guckt mal unten. Meine Füße sind unten von den Socken immer so schwarz. Habt ihr das auch? So, also. Schön verteilen und ja, keine Stelle vergessen, sonst sieht es nachher echt mies aus. Und ich würde sagen,
Ich mache das andere Bein auch schnell. Und ihr seid natürlich dabei, wenn ich das Ganze hier wegmache. Man sieht die Haare voll. Ach du Scheiße, seht ihr das? Gott, seit wann habe ich bitte so schwarze Haare? Seit wann? Das sieht ganz, ganz schlimm aus, ne? Ich habe jetzt hier gefühlt die halbe Tube drauf. Und die Hälfte der Einwirkzeit ist schon rum. Mir ist sehr langweilig und ich hoffe, das geht einfach schnell. Ich habe Hunger, ich muss was essen. Denn ihr müsst wissen, wenn ich Hunger habe, werde ich echt ungemütlich. Ich weiß nicht, ich habe heute einen Clown gefrühstückt, ne? Aber muss auch mal seine Lieben. Also, oh nein, das ist halt auch nicht dran gekommen. Übrigens bin ich heute 34 geworden. Ja, ich gehe stark auf die 40 zu. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Nein, Spaß. Ja, was soll man machen? Wir werden alle älter. Wir können es nicht ändern, ihr Lieben. Wir können es nicht ändern. Und ich glaube, ich gehe jetzt einen Kaffee drüben trinken. Mir egal, dann lass ich halt länger einwirken. Und dann sehen wir uns gleich auf jeden Fall wieder. Ich hoffe jetzt nur, hier kommt nichts auf meinen Boden. Oh, ey, dann raste ich komplett aus. Dann ist Feierabend, ne? Bei den Rich Kids gibt's nur Nescafé. War natürlich Spaß. Oh. Oh. Ist der heiß. Und ich mag das nicht, wenn da ein Tropfen ist, ne? Ich finde das, boah, Horror. Bei mir muss es oben ganz sauber sein. Sonst bekomme ich die Krise. Und ich würde mal sagen, meine Beine fangen so ganz leicht an zu kribbeln. Ich würde sagen, wir gehen rüber. Ey, ich hoffe, ich habe keine Stelle vergessen. Das wäre total bescheuert. Ey, dann kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Also, ich gucke mir das mal an. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, wir fangen an, es abzuwaschen. Södele, da sind wir wieder. Und, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich überspiele das hier mit einem Voice-Over. Das wird einfach viel zu laut. Das Ergebnis, ich würde sagen, das ist eine richtig dufte Sache, denn ich habe jetzt auch schon eingecremt. Sie ist ganz weich. Meine Haut ist empfindlich geworden, nachdem ich das blöde C hatte. Das ist normal bei mir, aber das Ergebnis ist richtig, richtig schön. Vor allen Dingen, wenn du rasierst, hast du ja immer noch diese restlichen Haare. Und das ist ganz weich. Ich habe jetzt aber auch schon eingecremt. Ich würde sagen, das gab es ja schon mal, aber das ist immer noch gut. Ich würde es immer wieder machen. Das ist richtig geil. Und so kann ich dann auch ein Kleid anziehen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass es irgendwie scheiße aussieht. Also meine Lieben, es funktioniert super, super gut. Es kann sein, dass ich ein, zwei Stellen vergessen habe. Nee, es ist tatsächlich Staub. Ich hasse Staub. Auf jeden Fall würde ich es euch weiterempfehlen. Sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, ich gehe mal schnell was essen. Wahrscheinlich esse ich schnell mal Nutella-Brot, denn für alles andere habe ich gar keine Zeit mehr. Ich muss noch die Hütte aufräumen, Bett überziehen, ist meine Hausaufgabe. Und zur Arbeit. Warum habe ich mir heute eigentlich nicht frei genommen? Nächstes Jahr nehme ich mir frei. Also, lieben, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ganz viel Liebe in den Kommentaren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ich Bock auf das nächste Video habe. Also, macht's gut, ihr Lieben.